Hallihallo, ihr Lieben, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und unserer neuen Rubrik Ein Blick ins Buch. Hier zeige ich euch alle meine Handarbeitsbücher, meistens Häkelbücher, aber auch ein paar Strickbücher, die ich zu Hause im Regal habe. Die meisten Bücher habe ich selbst gekauft. Einige Bücher sind aber auch Rezensionsexemplare der Verlage, damit man einfach mal durchblättert und schaut, was einem so gefällt. Ich möchte euch in diesen Videos einfach zeigen, was alles in den Büchern drin ist, so damit ihr euch vielleicht besser entscheiden könnt, welches Buch ihr euch kaufen möchtet. Und dann würde ich sagen, let's go und schauen wir mal ins Buch. Heute geht es um Häkelponchos und Lieblingscapes. Das Buch ist von Helgrid van Impelen und ist 2017 im EMF Verlag erschienen. Es kostet 16,99 € und enthält 21 verschiedene Projekte. Das ist schon echt viel. Und was auch cool ist, für jede Jahreszeit. Also ein Poncho muss man nicht nur im Winter anziehen. Es gibt auch welche für den Sommer. Natürlich liegt das auch immer an der Wahl des Garns, aber es gibt auch dünne Modelle. Als erstes gibt es einen Basic-Teil, also die Häkelgrundlagen, was ich auch ganz cool finde. Es gibt so einen Poncho-Grundformen Teil. Da erklärt man, aus welchen Grundformen man überhaupt Ponchos häkeln kann. Das ist total interessant. Die Maschen natürlich und dann geht es auch schon los. Die fangen an mit den sommerlichen Sachen. Das ist hier so ein großlöchriger Poncho einfach mal zum Überziehen. Sie unterteilt das Ganze auch immer in Schwierigkeitsgrad und zeigt dann die Grundform auf, die man ja häkeln muss. Auch hier ist die Wolle, die verwendet wird, gut in Deutschland zu bekommen. Also es ist relativ gängige Wolle. Es gibt auch immer eine Häkelschrift und eben dieses Grundformmuster, weil die Muster sich natürlich einfach nur wiederholen. Ne? Man muss nur wissen, an welcher Stelle. Das ist der zweite Poncho. Schon etwas dickere Wolle, aber trotzdem noch großlöchrig. Das ist nur ein kurzes Cape, also ein Schulterwärmer. Das ist ein richtig langer, dicker Poncho mit Ärmeln dran. Die werden separat oder beziehungsweise irgendwann abgeteilt und dann hat man Ärmel. Das ist ein Poncho aus Granny Squares. Das zeigt sie dann hier zum Beispiel auch wieder, ne, dass die Grundform einzelne Quadrate sind und dann auch, wie die angeordnet werden. Das ist ein luftiger Poncho wieder, eine Netzstruktur. Die Grundform ist nur ein großes Rechteck. Wahrscheinlich auch super schnell gehäkelt, da das so großmaschrig ist. Das ist ein traditioneller Poncho mit V-Ausschnitt. Finde ich auch sehr interessant. Ein normaler dreieckiger Poncho, ein großer. So ein mexikanischer. Der gefällt mir auch sehr gut. Hat was Romantisches. Ist, glaube ich, auch ein bisschen Mohair mit drin, damit der so weich aussieht. Und dann im Ombre-Look. Den finde ich auch richtig cool. Große Granny Squares. Vor allem, ne, sehr einfach. Vier große Granny Squares und dann zusammengehäkelt und schwupp hat man ein Cape oder ein Poncho. Hier seht ihr das auch. Ne? Das ist noch so ein romantischer mit Glitzerwolle, sehe ich gerade. Aber zum Beispiel Lana Grossa. Also auch in Deutschland zu bekommen und gar kein Problem. Das ist auch ein Granny Poncho mit Rollkragen. Aber ein ganz einfaches Muster, also die Häkelschrift ist auch dabei. Das kriegt jeder hin. Ein Poncho mit Spitze, aber mit einem ganz einfachen Muster. Das ist ein richtig schön dicker Poncho mit Rollkragen und dicker Wolle, wahrscheinlich dann eher für den Winter. Und das nochmal ein edler Poncho, wenn man schön, wenn man weggeht und sich hübsch macht. Und ein richtig langer, dicker Überwurf. Ein Winterponcho. Und das ist ein offener Poncho, also wie so eine Strickjacke wird der gehäkelt mit dieser Form. Auch wirklich easy. Das ist noch ein kleiner, ein kurzer Poncho, also der auch wirklich hier nur bis zu den Armen geht. Und an den Armen noch so raffiniert geöffnet. Und das ist nochmal dieser, der so ähnlich wie eine Strickjacke, also über die Arme auch drüber geht. Im Zickzackmuster. Und noch ein ganz dicker Winterponcho. Huch, mit Zopfmuster, aber gehäkelt. Mit gehäkeltem Zopfmuster. Ja, ich glaube, ach, hier ist noch ein Modell. Ein zartes
mit Noppenmuster. Ja, das waren die Modelle. Das ist nochmal die Autorin, Helgrid van Impelen. Und ja, also ich finde, es lohnt sich. 21 verschiedene Modelle. Und ihr wisst ja, wenn man einmal sowas gemacht hat, kann man sich auch immer gut selber was dazu ausdenken und kann noch ganz individuell etwas häkeln mit der Erfahrung, die man durch so ein Buch gemacht hat. Kann ich euch nur empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Buch. Lasst ein paar Herzen da oder ein Abo und schaut euch auch meine anderen Blick ins Buch-Videos an. Bis dann!